Hallo und herzlich willkommen hier zur Nerdgemeinde zusammen mit dem Frankis bei Arma 3 Live. Das ist ähnlich wie altes Live, nur hier auf einer ganz neuen Map, Lakeside genannt, mit neuen Fahrzeugen etc. Wir kennen es selber nicht viel. Beziehungsweise gar nicht. So gut wie gar nicht. Ich habe mal hier 5 Minuten gespielt und mir das Auto gekauft. Und die ganze Kleidung hier mit der Maske, woher ich die auch immer habe. Auch die schöne Beta-Kleidung an, mit dem coolen Zeichen vorne drauf. Ja, immer noch die super Beta-Kleidung, ja. Bad good. Und ja, wir schauen mal, wie diese Mod so ist überhaupt. Ja, im Vergleich. Ich würde sagen, ich rüste mich jetzt erstmal aus mit Rucksack und Co. Ja. Und dann schauen wir mal, ob's... ist es das beste Auto, oder? Es ist also das schlechteste. Ja, ich meine, das beste Auto für uns im momentan noch. Das kostet 3.000 und wir haben jeweils 20.000. Ah, ich habe gerade 20,25. Ja, klar. Also jetzt erstmal Rucksack, Kleidung, Essen, Trinken, Werkzeugkästen. Ich kann hier mal die Map zeigen, wenn das gehen würde. Ja, endlich. So. Du schaust die Map aus, ist, finde ich, glaube ich, nicht so groß, weil wir sind im Moment da. Ja? Bei der Garagemann hier oben. Und so ist die Welt insgesamt. Schaut, finde ich, schon kleiner aus. So, wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen zum, nicht Weizenfeld, Bekleidungsgeschäft da unten. Bei Liefermission und dem... Ja, hast du Geld dabei? Oh, nee, stimmt. Und ich auch nicht viel. Geldautomaten ist ja hier direkt eigentlich überall. Da. Ja, genau. Abspringen. Da. So, wie viel nehmen wir mit? Wie viel kostet so ein Rucksack? 5.000. 5.000? Oh. Also, wie viele soll ich denn da mitnehmen? Keine Ahnung. 10? 10.000, gut. Also, Lizenz abheben. Brauchst du eigentlich ja gar nicht mal. Na ja, komm, wenn wir gleich ein... Wenn wir eh schon da sind. Uns gleich ein höheres Auto... Ja, dann doch, dann können wir eigentlich schon mit zwei, dann können wir einmal mit dem hier fahren und mit dem anderen. Gleichzeitig. Ja. Stimmt natürlich. Wäre vielleicht doch nicht schlecht. Parkplatz, da. So. Ich spiele hier immer in-person, weil außerhalb ist man ziemlich nah an dem seinen Rücken, das nervt ein bisschen. Und du bist maskiert. Ja. Habe ich jetzt aber auch kein Problem mit. Hol dir mal hier die Lizenz eben für 500. Oh, ups. Ich habe die Lieferung ein bisschen akzeptiert. Ich habe gedacht, es wäre ein Verkäufer. Okay. Führerschein für 500. Und wohin geht die Lieferung? Ich brauche ja gar nichts hier. Idiot. Lieferungsmission, wo steht denn dies? Wo kann man das sehen? Und die Menü, Aufgaben. Aufgaben DP5. DP5. LM8. LM. Ich sehe nur LM, aber kein DP. Ja, ist auch LM. Aber da steht, du musst dieses Paket bei DP5 abliefern. Es ist aber LM gemein. LM4. Ja, ich hab schon gefunden, aber wir sind ein bisschen auseinander. Ja, okay, dann machen wir es eben nicht. Jetzt nee, gehen wir erstmal zu dem... Hier, Bekleidungs... Irgendwo hier an das Ecke stehen, da. Hier durch? Ja. Hier stehen ach so. Hier stehen sogar die Lizenzkosten. Ja. In den Regeln. So. Kleidung, nein, wir brauchen nur Rucksack erstmal. Großen Rucksack, ja, sieht man gut. Da. Und dann jetzt hat hier noch eine andere Kleidung, weil die ist irgendwie ein bisschen öde. Ei, gibt's da viele.
hauen wir uns einfach irgendwie. Der geht mich gar nicht mit Tab. Und uns haben wir jetzt die hier kaufen. So. Ach, oh, 20.000 kostet die, okay, dann. Hui. Solltest du darauf achten, was kostet. Farm Outfit, ah ja. Ah, nehmen wir jetzt einmal die für 350. Bam, dass wir dieses Beta nicht mehr haben. So. Gut, jetzt habe ich noch 4.150 dabei. Essen, Trinken brauchen wir dann auch noch. Mhm. Das ist dann beim Minimarkt. Minimarkt? Supermarkt ist es. Nee, Supermarkt. Bist du drin? Was ist der Minimarkt dann? Mit Werkzeugkästen etc. Hm. Supermarkt. Also hier wird es. Hier ist sogar so geregelt, dass man sich an. Hier gibt es ja extra Ampeln und überall Verkehrsschilder, das heißt man muss sich überall theoretisch dran halten und es kostet auch Strafe, wenn man sich nicht dran hält. Darfst du jetzt einfach neben dem fahren oder parkt der da? Der parkt. Eindeutig. Und du hast schon die erste Regel übersehen. Wieso? Da war ein Stopp. Stand Deckfett Stopp. Vor der Kreuzung. Zählt aber nur, wenn die Ampel ausfällt. Da hast du recht. Mhm. Wo steht denn? Wo ist denn hier die Ampel? Ah, da war rot. Ne, das war gelb, grün. Schau dir die Aufnahme an. Fischmarkt, Markt. Ah, ich habe übrigens Spitzhacken. Die habe ich vorhin gefunden, als ich gespawnt bin. Ui. Ich kann dir eine geben. Die kosten eh nichts. Ja, wobei, das hat sich gelohnt, stimmt. Ich nehme jetzt einfach mal von jedem vier mit. Was sind denn Zip-Dies? Open door, aus. Beruhige dich. Officer. Kann ich mal gerade versuchen, dich zu fesseln? Das ist gerade ein Officer, vielleicht ist es ja nicht so. Ja, wir sind ja... Wir kennen uns ja, komm mal her. Ich kenne ihn nicht. Also, Steuerung R hieß es. Hä, wieso geht es nicht? Ich habe doch Zip-Dies dabei. Use. Dieser Gangstand ist nicht benutzbar. Hm. Guten Tag. Der Hut, der packt sich irgendwie ein bisschen in deinen Kopf rein. Ja, ein bisschen leider noch. Ja, der... Wieso sagt der überhaupt nichts? Fällt mir jetzt auf. Ich bin ja hier, ne? Ja, eigentlich, ja. Maskiert. Maskiert und so. Cool. Steht es nicht in den Regeln? Bußgeld. Schmuggeln. Auf geht's, machen wir jetzt mal weiter, auf geht's. Gleich. Hast du mir jetzt eine Spitzhacke gegeben, oder? Nee, im Moment. Spitzhacke 1, Frankis, GIF. My Gang. Oh Gott, wie hieß denn das hier? Lizenzen, Key, Settings, Earthy, Inventory, da ist es. Ist ja, aber ich finde das cool gemacht hier mit dem Handy. Ja. Erstmal was essen, trinken. Oder da drüben ganz viele Neuankömmlinge. Use. Der Server geht ja erst seit heute, oder? Seit gestern Abend. Gestern Abend, ui. Game minutes. Ab zum Minimarkt. Wollen wir nicht erstmal im Gebrauchtwagenhändler vorbeischauen? Nee, erstmal Werkzeugkästen. Okay. Rechts ist frei, oder? Ich habe auf die Map geschaut, aber ja, war frei. Ja, eindeutig. Oh. Die Straßenführung ist hier extrem komisch. Hier in dem Häuschen. Der Minimarkt, wie sollen die alles solche Masken auf? Das ist jetzt die Preisfrage. Werkzeugkästen, kaufe ich mir mal zwei und einen Erste-Hilfe-Kasten und ein GPS. Brauchen ein Funkgerät? Hast du schon. Ah, habe ich.
Bekleidungsgeschäft, gebraucht war. Hast du dir sonst noch was geholt hier? Dodge Auto. Was? Nee. Also GPS. Gut. Ach, endlich wieder eine kleine Map unten. Einer! Unser Kennzeichen wird wahrscheinlich nicht mehrfach auftreten. Das wäre geil, wenn so ein jedes Fahrzeug ein eigenes Kennzeichen hätte. Liegt da jemand? Ein Schild. Ist grün, oder? Ja. Ja, ist grün. Alter! Ja. Ist grün, oder? Ah. Ja, ist grün. Gut. Auch grün. Ist grün, oder? Was haben wir denn auch für Pech? Scheiße. Rote Welle halt. Die erkennt's nicht. Die rote Welle. Doch, was gibt's? Karren. Ein Quad. Wo ist der Kofferraum? Kofferraumgröße 25. Ui, ist ja recht billig hier. So, was kann man denn überhaupt in der Nähe farmen? Wir müssen erstmal schauen, wie viel Geld wir noch für die Lizenzen brauchen. Ach scheiße, stimmt ja. Weizen gibt's hier. Opium funktioniert nicht, hieß es. Kartoffeln. Mais. Ja, cool. Hä, das gibt's doch nicht, dass wir für... Nichts. Also Sand. Sand haben wir alles, oder? Also, ich schätze mal... Sandmine, das Sandmine. Sandaufbereitung ist ganz unten und Glashändler ist da, dann machen wir das. Die Sandaufbereitung ist nur da unten, oder wie? Ja. Sandaufbereitung, hier. Gut, dann machen wir Sand, oder wie? Ja. Oder was? Ja, 10.000, ja. Wie doch, ja. Gut, dann ja. Wo können wir uns die Lizenz holen? Wahrscheinlich beim Sandaufbereiter. Dann gehen wir, fahren wir mal... Ah, nee, nicht. Wir gehen zuerst zum Gebrauchswagen. Ah, sind wir ja schon. Auf geht's, was wir da... Also 10.000, dann haben wir jetzt noch... Oi. Wie viel hast du? 8.000. Insgesamt? Nee, insgesamt habe ich noch 18.000, aber 10.000 kostet ja die Lizenz, also haben wir 8.000 für ein Auto. Okay, also haben wir insgesamt 20.000 für ein Auto. Also du hast noch 12.000 für ein Auto. Genau. Ja, dann können wir hier so ein A3L. Kofferraumgröße ist halt nicht so gut, Burner, aber... Ja, die sind nie gut. Nehmen wir halt ein... Kofferraum Non. Kein Kofferraum, wow. Nicht sowas. Nee, nehmen wir halt einfach ein A3L Escort. A3. Ein A3 Escort. Farbe kannst du dir aussuchen, außer schwarz. Wie so ein... Also jeder nimmt so einen, oder wie? Nö. Weil hier gibt's ja theoretisch einen für 20.000. Ja, yeah, aber haben wir erstmal so Safe-Autos. Und dann die nächsten, die wir dann holen, sind dann die anderen. Okay, oder, ja, oder du holst dir gleich einen Punto. Weil die haben kofferraummäßig bringt es halt nichts. Nee, ich hätte halt dann gleich so einen A3L Jeep. Wenn wir 20 haben. Der bringt auch nichts. 35 Kofferraumgröße. Ja gut, dann machen wir halt so einen Kofferraum. Ja, wir können auch so einen Jeep, klar. Ja, wie du willst. Dann holen wir halt einen Jeep. Nein, das ist dann... Also... Na, keine Ahnung. Dann soll ich mir jetzt einen A3L Escort holen, oder? Ist ja, okay. Besten. Gut. Pink, was? White, Blue, Black, Taxi, Red. Ja, nicht schwarz. Blue, White, Pink. Dann nehme ich Blue. Habe ich genügend Geld dabei? Natürlich habe ich nicht genügend Geld. 690 fehlen mir. Ja, habe ich. Ja, dann gib mir mal 690 oder 700 gleich. Am besten. Richtig abzocken. Zocken. Hm, danke. 800 sogar. Ich bin halt großzügig. Also ich kaufe mir so einen Blue. Ja. Kaufen. Oh ja, sieht der geil aus. Alter Schwede. Jetzt geht's los. Noch nie so ein schönes Auto gesehen. Oh Mann.
Auf geht's, dann fahren wir jetzt zur Mine, oder? Sandmine. Ja, genau. Gut, wie fahren wir da am besten? Da. Wir sitzen im Moment da oben, da. Fahren wir am besten rechts, dann links und die Hauptstraße nach. Gut. Ich wäre jetzt andersrum gefahren. Ne, hier passt doch. Ich wäre jetzt hier rechts. Das macht doch nichts. Ja, da fahren wir einfach jeder mal schauen, wie es ist. Ich glaube hier lang. Da. Oh, linke Spur. Blinken. Kann es sein, dass eigentlich überall immer rot ist? Nee, eigentlich nicht, aber wir haben ziemlich viel Pech, glaube ich. Ich glaube, das Auto hier kann man immer so langsam. Ich bin nur jetzt so frech und fahre um die Absperrung rum. Bist du frech? Ah, okay. Hier geht so eine Rampe nach oben. Ich denke mir, okay, da kann ich fahre ich einfach um die Absperrung herum, fahre hoch und fahre durch die Rampe durch. Ja, stimmt. Geht nicht. Also jetzt hier außerhalb der Stadt, pass auf, dass du nicht... oh, ich hätte nichts gemacht. Fahre ich dann hier lang? Dass du immer schön auf der Straße bleibst, weil außerhalb bleibt man, glaube ich, direkt stecken. Also ich bin gerade außerhalb, ich bin einfach durch die Rampe durch und das ging noch. Und zum Glück ist das Auto nicht laut. Innerort ist schätze ich mal wieder 50. Ja, ja, aber... Da halte ich mich auch dran. Oh, Mann. Sop. Hier ist aber gar kein Sop-Schild. Probieren wir es jetzt hier nochmal, bei dem Kreisel. Da auf die Autobahn zu gelangen. Wow. Das geht noch nicht, glaube ich. Doch, hier kann ich, glaube ich, auf die Autobahn. Also ich bin gleich da, gell? Weiß nicht, was ja, du machst. Wäre ich gleich auf die Rampe gekommen und musste nicht dann nochmal das halbe Dorf tuckern. Das ist kein Dorf. Das ist eine Stadt, Stadt. Mit Riesenhaus. Die Landschaft ist an sich schon cool. Boah, ich muss hier mal eben schnell Effekte weiter runter. Fahren lassen die sich so, ah. Naja. Ja, also meiner geht jetzt eigentlich hier. Ich muss nur Motor ein bisschen leider machen. Also die Steuerung ist ein bisschen hakelig. Ja, am Anfang zuerst nicht und dann auf einmal, aber dann gewöhnt man sich eigentlich. Okay, wir... Geht so. 700 Meter. Was haben wir nochmal gemacht? Sand, gell? Sand, ja. Braucht man dafür eine Spitzhacke? Wahrscheinlich brauchen wir jetzt eine Schaufel dazu. Kommen wir jetzt drunter. Hey, das ist ja cool hier. Durch den Felsen durchgefräst. Kann man jetzt hier einfach runter oder bleib ich da wieder irgendwo stecken? Vielleicht muss man einfach den Wagen oben stehen lassen. Ja, da unten steht einer. Aber egal, ich riskier's. Ist vorbeigefahren oder wie? Wir hoffen mal, dass wir dann wieder hochkommen. Wenn nicht, bist du schuld. Don't blame me. Ein Heli. Ah, hier ist wenigstens auch dieses dieses ewig laute Blink nicht zu hören. Ach scheiße, hier kann man wieder keinen Kuh benutzen, glaube ich. Wie sollte man das denn hier machen? Was? Oh, jawohl. Wahrscheinlich braucht man es jetzt gleich aus. Muss der Zähler. Wie erntest du denn hier? Z-Inventory News. Ach so, die ganze Zeit muss man... Anscheinend. Warum fliegen die Sand? Aber okay. Ja, vielleicht ist es lukrativ. Wir haben halt gleich die erste lukrative Stelle. Mhm. Use. Okay, das wäre ein bisschen blöd, wenn es nicht anders geht. Ne, geht noch nicht. Beta, ne? Aber es macht ja nicht viel aus, weil man eh nicht viel mitnehmen kann.
der drüben hat eine Waffe. Bleibt das Z-Menü gespeichert? Wir haben beide Waffen. Ich finde es hier mit dem Handy eigentlich ganz cool. Das ist echt geil gemacht, ja. Ah, ich bin voll schon. Bist du wieder voll? Ja. Ich kann mich einfach nicht mehr beherrschen. Okay, ich bin komplett voll. Ich eigentlich auch. Moment. Nee, nicht, wo war die nicht Sand? Ganz. Ach, da unten. Auf jeden Fall. Man kriegt schnell. Sagen wir es so. Man kann nicht sehr viel tragen. Also quasi dahin gibt es dein Geld auch schon mal perfekt. Ich finde dieses Inventory schaut aus wie eine Melone. Ja. Oder ein Rucksack. Cooles Auto, was du da fährst. Mhm. Neuesten Generation. Und Escort Western. So, also wie müssen wir denn jetzt fahren? Warte mal eben, fahr ich dir einfach hinterher. Ja, fahr doch einfach. Okay, okay, okay. Das ist einfach nur die Hauptstraße lang. An die Hauptstraße runter, wo ist denn das Sun? Dann links und dann rechts. Ah, da habe ich es markiert, wenn wir rechts müssen. Frage, kommen wir da hoch oder gucken wir da ab? Ich glaube, wir gucken ab. Wo? Bei dem Hang hier. Also, ich bin locker hoch. Und hier einer? Nein. Gut. 15.000 Strafzettel. Ist ja frech. Jetzt hier kurz mal Audio hier ab. Die Autos sind ein bisschen laut. Ja. So, schon angenehmer. Außerhalb Geschwindigkeit ist höchstens 500. Unendlich. Was kommt denn da? Was ist für zweispurig? Hey, gönn dir. Wow. Bitte hier purer Luxus. Das war echt geil. Wenn sowas mal auf altes gäbe. Die Hauptstraße, diese eigentlich normale Landstraße da. Ja, der sogenannte Highway. Autobahn genannt. Das hier kann man schon eher so nennen. Aber ich finde es jetzt hier mal cool, dass es wirklich so Höhen und Tiefen gibt, so mehr. Stimmt, das gibt es so gar nicht. Ne, da gibt es eigentlich nur relativ. Steht ein Auto auf der Straße. Escort. Wenn man hier mit der Limousine lang brettert, da schanzt man wahrscheinlich gut irgendwo. Willkommen in Morrison Town. Ist ja nett. Ist sogar 70 km/h. Noch netter. Hier gibt es einen Ford Autohändler. Da schau ich mal kurz, was da so gibt. Ein Ford Autohändler. Oh. Ey. Wieso soll ich mir eigentlich das Auto nicht in Schwarz kaufen? Weil das keinen Kofferraum hat. Oh. Das hab ich gar nicht geschaut. Ich dachte, die hätten jetzt alle Farben. Keiner Scheiß. Da steht das Auto. Und was hat der Ford-Händler? Nichts Besseres wieder gebaut war. Halt anders. Ey, cooler wird es hier, kann es nicht sein. Ne, das stimmt wohl. Willkommen in... Ich bin gerührt. Überall die Feuerwehrstationen. Schon geil gemacht. Wenn das mal alles richtig läuft. Ja, aber die Welt muss schon noch größer werden, weil... Ach Schmarrn, das muss gar nicht. Ich werde die Welt durch und ist irgendwie nicht sehr lang. Das braucht es aber gar nicht. Finde ich erstmal prioritätsmäßig nicht so wichtig. Eine Hase! Oh. Hast du mir nicht so überfahren? Nein. Kein Tiertöter. 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 Wie war das? Ja. Musst du zu DP12, der war auch hier, oder?
So, aber ist doch weiter wie ich dachte. Steht noch einer einfach auf dem... So ein Idiot. Ich suche nach meinem DP, ich dachte es war hier in der Nähe. Hä? Ach, du hast noch ein DP angefangen. Ja, haben wir ja gleichzeitig. Also ist mir gerade eingefallen, dass meins irgendwo hier unten war. Das wäre natürlich nicht schlecht. Boah, Alter, was ist in der Straße los? Ich muss sagen, die Autos haben hier keine sehr lange Lebensdauer. Oh. Ey. Alter. Nein, da musst du um. Was ist denn los? Ja, du musst mal die Straße da lang fahren. Ja, mal. Jetzt hier einfach die Straße nach und irgendwann links. Dann noch am Geldautomaten halten. Wieso? Also stimmt, Lizenz. Hm. Pass auf, hier würde ich wirklich nicht außerhalb der Straße fahren. Ja, ich fahre ja auch nicht außerhalb der Straße. Ich sag so. Eieiei, die Eieiei. Ich glaube, da muss wirklich nicht so schnell fahren. Aber schönes Gebäude hier. Das kann man so sagen, ja. Bandenversteck. Was ist ein Band? Okay. Halt, jetzt müssen wir jetzt hier hoch. Ist doch geblinkt. Ja klar. Hast nicht gesehen. Doch. Bist im Lack angekratzt. Blauer Blinker. Du bist am Geldautomaten vorbeigefahren. Aber die Rückwärtsbeschleunigung von dem ist gar nicht so schlecht. Die Rückwärtsbeschleunigung? Die Rückwärtsbeschleunigung. Ja. 10.000 waren es, gell? Oder? Ich habe mit der Apotheke gesagt, ja. Alter, was ist denn das hier alles? Wenn jetzt hier mal so richtig viele Sand fahren, wird es hier schwierig. Es ist das Sandverarbeiter. Ja, schau dir mal. Sitzt aber Pschiss. Moment, ich hab noch was. Ich glaube, es ist da schneller dahin zu laufen als zu fahren. Ja, ist aber frech ist es. Schreibst du extra rein, dann fährt man hier mit 10.000 hin. Wie viel hat zwar 14.500, oder? Ja. Also nicht, dass wir es zum Glück haben wir nicht den fetten Wagen gekauft. Mhm. Das wäre ziemlich bitter gewesen. Okay, dann hätten wir halt nur eine kaufen. Das wäre jetzt auch kein Stress gewesen. So gesehen. Oder machen wir das eh gleich? Wir müssen nur dreimal bei verarbeiten. Ja gut, dann machen wir das. Ich hab jetzt. Dann soll ich das kaufen? Ich kaufe kauf, jetzt, okay? Kauf dir, ja. Gut. Ich hab's mir gegönnt. Ich schau mir in der Zeit mal an, wo wir hier überhaupt sind. Minimarkt, Bekleidungsgeschäft. Minimarkt. Kürbisverarbeitung. So, wo ist jetzt der DP12? Doch 12. Wo ist denn der, du hast doch vorhin den DP5 gefunden, gell? Der ist ganz links oben. Ah, da. LM5, ja. Da. Sind aber auch gar nicht sortiert irgendwie. Ah, da oben ist ein TS-Server angegeben. Das war der alte, glaube ich zumindest. Vorhin hieß es irgendein anderer. Wo ist denn jetzt mein DP12? Gut. So. Hä? Band. 13. Eben. Oh, wir haben einfach so viel Sand. Was? Brauchst du noch was? Wie viel Platz hast du? Kann ich dir was geben oder was? Ja, gib mir mal. Wie viel? Also ich habe 55, 564 und ein Sand nimmt wie viel Platz weg? Ich glaube 1. Nee. Nee. Bei
Bei mir steht, du hast gar keinen Platz im Inventar. Ja, weil du hast mir 9 gegeben und ich habe dir 6 zurückgegeben. Ach so, ja, das backt bei mir. Ja, jetzt wieder die faulen Ausreden. Also ich habe noch 16 Sand. Tee. Wo ist jetzt der DP12? Das gibt's doch gar nicht. Ach, sind wir doof. Bin ich doof. Okay, auf geht's. Gib mir den Rest des Sandes. Los! Ach, das nervt mich jetzt. Ja, Moment. Hui. Toll, 1 noch. Wie du... Also unsere DPs sind doch nah nebeneinander, dummerweise. Alle oben. Dann fahren wir den Weg auch gleich. Dann können wir die ganze Map quasi mal anschauen. Fahren wir den Weg da hoch. Hier zu deinem DP, dann hier. Dann hier die Serpentinen. Wo ist denn immer der Glas? Zurück und in die Hauptstadt. Achso, ja, okay, dann machen wir das ja, dann erkunden wir mal die Welt. Ja. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine Pause. Okay. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir hoffen, ihr seid natürlich beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Sandfarmen. Juhu. Aber nee, wir schauen jetzt auch mal da oben dann bei der nächsten Folge die Stadt an. Los Diablos. Ja, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.